Zeitparameter weisen alle in die gleiche Richtung. Sie wird also nicht mehr gesund? Ich denke nicht. Nein. Gut, wir sollten Vorbereitungen machen. Sam! Ich bin's. Deadman. Tut mir leid. Mein Fehler. Ich fürchte, der Zustand der Präsidentin hat sich verschlechtert. Vielen Dank. Das wird ihre Schmerzen lindern. Damit sie vor ihrem Ende nochmal mit dir reden kann. Strand. Die erste und letzte Präsidentin der Vereinigten Staaten. Du erinnerst dich doch an sie. Sie zog dich groß. Das ist keine Kleidung für ein Familientreffen. Zieh das aus, bevor du reinkommst. Das ist die rechte Hand der Präsidentin, der Direktor von Bridges. Bei Hartman? Oh, du warst bei Bridges 1. Gut, dann muss ich euch wohl nicht vorstellen. Wie lange ist es her, Sam? 10 Jahre? Sieh uns nur an. 2 unsterbliche Freaks treffen sich hier. Naja, freut mich, dich zu sehen. Die Präsidentin wartet. Es ist deine Mutter, Bridget. Sie ist etwas neben der Spur, aber sie erkennt dich ganz bestimmt. Frau Präsidentin, Sam ist hier. Wir lassen euch beide allein. Sam, ich wusste, du kommst zurück. Geht es dir gut? Ja, ich weiß, du hasst mich. Amelie? Du weißt, dass sie nach Westen ging. Sie hat 3 Jahre gebraucht. Sie will das Land wieder aufbauen. Die Sache lässt euch nicht los, huh? Eigentlich wollte ich dich schicken, Sam. Die Zeit läuft ab. Hilf Amelie, sie braucht dich. Gemeinsam könnt ihr uns wieder verbinden. Ihr zwei könnt Amerika retten. Sam, wenn wir nicht alle wieder zusammenfinden, überlebt die Menschheit das hier nicht. Wir brauchen kein Land. Nicht mehr. Oh doch, allein haben wir keine Zukunft. Nein, Amerika ist am Ende. Bridget, du bist die Präsidentin von Garland. Sam, hör mir zu.
Also doch helfen. Nein, ich... Ich liebe dich, Sam. Ich werde am Strand auf dich warten. Frau Präsidentin! Oh nein. Okay. Doktor, wir brauchen Ihre Hilfe! Alle auf Position! Kammerflimmern! Ich brauche 150 Milliliter. Sie reagiert nicht. Bleiben Sie bei mir, Frau Präsidentin. Holzfelder. Ruhig halten. Wir verlieren Sie. Todeszeitpunkt. Zu. Niemand darf wissen, dass die Präsidentin tot ist. Wenn das rauskommt, ist Bridges geliefert. Was hier passiert ist, verlässt diesen Raum nicht, klar? Ja, Direktor. Aber was ist mit der Leiche? Ohne die Leichenentsorgung? Darum kümmern wir uns. Sam, vor ihrem Tod schloss die Präsidentin einen Vertrag mit dir. Was soll das heißen? Als Mitglied von Bridges wirst du uns dabei helfen, Amerika wieder aufzubauen. Ihr glaubt, ihr könnt mich rekrutieren, so wie sie es versucht hat? Sie war erfolgreich. Dein Handgelenk. Wenn das kein Symbol ist, dann weiß ich auch nicht. Direktor, der Krebs hat ihren ganzen Körper befallen. Die Entnahme von Organen ist unmöglich. Und eine Autopsie nicht notwendig. Ihr Körper muss verbrannt werden, ehe sie nekrotisiert. Und tun wir es nicht, wird dieser Ort der nächste Krater. Und was soll ich tun? Wir haben momentan keinerlei Boten. Und die Leichenentsorger, die bei dir waren, sind tot. Doch die Leiche der Präsidentin muss verbrannt werden. Der leere Sturz hat die Straße von Capital North City zum Verbrennungsofen zerstört. Nun geht es nur noch zu Fuß. Durch die Berge. Aber die chirale Dichte dort ist extrem hoch. Das müssen GDs sein. Dieser Job setzt einiges voraus. Dooms. Wiederkehrer. Ich also. Warum? Sam, du bist bereits im Dienst. Jetzt mach deinen Job, Sam Porter Bridges.
etwas sagen. Präsidentin Strand glaubte an den amerikanischen Wiederaufbau. Sie scheute keine Mühen, um die Nation wieder zu einen. Und ohne sie gäbe es Bridges nicht. Sie verdient eine ehrenvolle Bestattung, die wir ihr versagen müssen. Wenn sie stirbt, stirbt Amerika. Ohne sie wird Bridges untergehen. Hört zu. Ihre Einäscherung muss unter höchster Geheimhaltung erfolgen. Selbst wenn das klappt, was dann? Wer ersetzt sie? Seht ein. Amerikas Geschichte. Sam, Amerika ist noch nicht tot. Er sagt doch, es stirbt, wenn Bridget stirbt. Sie mag verloren sein, aber wir haben noch ein regierungswürdiges Amerika. Bitte was? Dafür ist jetzt keine Zeit. Wichtig ist, dass wir die Arbeit deiner Mutter beenden und Amerika wie geplant wieder aufbauen. Aus diesem Grund gibt es Bridges doch. Also mach den ersten Schritt, Sam, und bring den Leichnam der Präsidentin zum Verbrennungsofen. Wenn wir nicht alle wieder zusammenkommen, wird die Menschheit nicht überleben. Ich wollte dich losschicken, Sam. Zeit läuft ab. Ich liebe dich, Sam. Ich warte auf dich am Strand. Die Anlage liegt im Südwesten. Vergiss nicht, dass du GD-Gebiet durchquerst. Wir haben den Verbrennungsofen in den Bergen gebaut, damit das Chiralium im Rauch die Stadt nicht erreicht. Wird nicht leicht, einen Leichnam da hochzutragen. Wir überwachen dich rund um die Uhr. Wenn irgendetwas passiert, unterstützen wir dich über die Handschellen. Ja moin. Und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von... Sam, hier ist Die Hardman. Batman hat die Nutzung der Handschellen erklärt. Death Stranding. Um den Verbrennungsofen zu orten. So, wo soll der sein? Ach, das ist nur da oben, okay. Leichenabtransportcheck jede Minute. 48 Stunden nach dem Herzstillstand, ja, ich weiß. Da macht's bumm. Stillstand wird eine Leiche zu einem neuen GD und macht uns die Hölle heiß. Es ist nur die Frage, wie kommen wir dahin? Vielleicht muss ich den ersten Part irgendwie so ein bisschen schneiden, weil natürlich lizenzierte Musik lief. Aber okay. Ja, ohne Spaß, wie soll ich jetzt dort hochkommen? Präsidentin Strand war das Symbol des amerikanischen Wiederaufbaus.
Obwohl das Land am Boden lag und seine Bewohner in alle Winde verstreut waren, glaubte sie stets an die Möglichkeit einer Wiedervereinigung. Mhm. Die Menschen gaben die Hoffnung auf Amerikas erneute Auferstehung nicht auf, weil sie an sie glaubten. Wir glauben, dass dieses Land wieder aufgebaut werden kann. Amerika lebt weiter. Zusammen mit Bridgets unsterblichem Geist. Was ist da? Wachturm. Ach du meine Fresse. Kann man einfach durchlaufen, ne? Also wir spielen ja hier einen Postboten, kann man sagen. Aber ob das jetzt ein cooles Game wird, müssen wir jetzt erstmal mal gucken, ja. Weil meiner Ansicht nach ist es kein... noch kein gutes Game. Die Quali ist das Sahne, aber... wenn wir haben erst 50 Kilo und der Typ ist schon kaputt, ey. Und wir durchqueren GD-Gebiet, was das auch immer bedeutet. So nennen sie wahrscheinlich die Viecher. Ich habe auch mein Mikrofon ein bisschen lauter gestellt, weil dass ich nicht so laut reden muss, aber ihr mich trotzdem noch versteht. Och nee, oder? Wir sehen uns gleich wieder, ne? Weil es ist wieder lizenzierte Musik und ich möchte eigentlich nicht noch mehr lizenzierte Musik hochladen, deswegen bis gleich. So, ihr seht hier, wo wir durchgelaufen sind. Jetzt bin ich um einiges weiter. Und die Musik hat aufgehört, endlich. Also ja, leider ziemlich gut. Ah, Mann. Dieses Gewicht. Ihr habt leider eine ziemlich coole Aussicht verpasst, aber was soll ich tun, ne? Igor Lager oder was? Also einfach Leiter. Das ist ein guter Tag. Liken und geliked werden. Aha. Jetzt ist die Frage, wo komme ich jetzt hier hoch? Von Viechern bin ich bis jetzt auch noch nicht belagert worden. Was ich sehr angenehm finde. Ich hoffe, dem ist auch so. Falls ihr Probleme habt, den irgendwie zu benutzen, einfach mal kurz draufklicken, mehr nicht. Das reicht dann schon. Ich habe auch den Fehler gemacht, einfach mal drauf zu bleiben.
dann ist gar nichts passiert. Aber so. Das ist mir schon klar, ne? Das heißt hier knapp, Mann. Das ist für dich. Man braucht dafür Ausdauer, dein Ernst. Danke für die Hilfe. So. Sind wir hier schon bei der Verbrennungsanlage? Ja, falls ich irgendwie wieder, ne, von unten mal nach oben kommen muss. Hm. Da wären wir was. Oh Gott. War ja klar. Ja, jetzt muss ich noch nicht speichern. Das ist ganz klar. Muss ich einfach da reinrennen? Aha. Sofort. Sam, verbrenn auch die andere Fracht dort. Was ist das? BB-28. Das war Igors Einheit. Das war mit dir verbunden, als wir dich im Krater gefunden haben.
Warum ist das hier? Weil es entsorgt werden soll. Central Nod wurde ausradiert, wie auch unser Hauptquartier. Weil dieses Teil nicht funktioniert hat, steht alles in Igors Protokoll. Aber es lebt noch. Es lässt sich nicht reparieren. Und ohne die Kapsel überlebt es nicht. Hab Mitleid, wenn du willst. Aber der Entschluss steht. Es muss weg. Der Direktor hat das abgesegnet. Dichte nimmt weiter zu. Mein Status ist am Arsch. Es sind echt viele. Wahrscheinlich wegen der Leichen, die wir nicht rechtzeitig einäschern konnten. Das ist in diesem Gebiet wohl so, fürchte ich. Kannst du den Regen aussitzen? Nein. Sie nähern sich meiner Position. Ich muss weg, bevor sie merken, dass ich hier bin. Sam, wenn dich so ein Ding frisst, kommt es zu einem Leeresturz. Du kehrst zurück, klar. Aber von der Umgebung bleibt nur ein Krater übrig. Ich habe eine Idee. Jetzt sehen wir sie. Unten bleiben und vorsichtig bewegen. Ich hoffe, ich habe gespeichert. GDs befindest.
So. Oh Gott. Oh Gott. Komm schon, ich bin ein Assassine, Mann. Ich nenne mich nicht umsonst AC Sunny. Einfach go. Ja. Brauche ich aber nicht. Brauche ich nicht. Und wo muss ich jetzt hin? Ziel, Caption Knot, Auftrag, streng Geheimverbrennung, sind wir jetzt durch oder was da los? Ja, wir sind durch. Ja, moin. Oh Gott, ja gut, wir sehen uns gleich wieder, ne? So, endlich ist die Musik durch. Ohne Flachs, das geht mir so hart auf den Sack, dass alles lizenziert ist hier. Und übrigens, ich musste vorhin das Baby beruhigen. Das geht, wenn ihr auf der Konsole, glaube ich, L1 und nach unten klickt mit dem Steuerkreuz. Und dann seht ihr Baby beruhigen. Ne? Nur mal so am Rande. L1 und go. Nach unten. Und dann Viereck. Das darf euch wahrscheinlich nur nie passieren, wenn ihr gerade inmitten eines Viehs seid. DP oder DG oder wie sie das nennen. Oder wenn ihr umfallt. Das kann es ziemlich... Naja. Aha. Wir sind schon dabei.
unglaublich, dass es einer von euch geschafft hat. Wenn sich jemand mit Dooms mit einem BB verbindet, führen Gefühle und Erinnerungen zu Rückkopplungen wie bei einem Lautsprecher. Er verstärkt Ängste und Stress und könnte dich an einen Ort befördern, von dem du nicht zurückkehrst. Tut mir leid, aber dieses BB hat zu viel abgekriegt. Die Entsorgung ist alternativlos. Sam, wasch dich und komm dann ins Präsidialbüro. Wir müssen reden. Habt ihr die Herzblase gesehen? Ist geil. Es liebt uns. Aber es soll ja getötet werden. Oh Mann. Die Wiederaufbau Amerikas. Also der Wiederaufbau Amerikas. Und jetzt? Sam, ich hab doch gesagt, Dooms und BBs sind eine gefährliche Kombination. Vielleicht solltest du mal duschen. Du bist ja noch voller Chiralium. Du willst doch nicht, dass die Präsidentin dich so sieht. Was erzählst du denn da? Sie ist hart. Du bist wütend. Ist deswegen BB-28? Leck mich doch. Ich bin nicht ein Laufbursche. Tja, jedenfalls verdankt es dir wohl sein Leben. Nein, wir verdanken ihm unser Leben. Du auch. Alles klar. Ich passe drauf auf. Grüß die Präsidentin von mir. Es wird langsam Zeit, Sam. Hier. Das ist ein Traumfänger. Wenn du ihn beim Schlafen trägst, halte ich die Albträume fern. Ich werde immer bei dir sein. Episode 2, Emily. Guten Morgen, Sam. Sam, hier ist Die Hard Man. Es gibt hier einen privaten Raum für dich. Bridges Sonderleistung. Nimm dir etwas Zeit und wasch dir das ganze Chiralium vom Leib. Komm danach ins Präsidialbüro.
Ja, nee, Monster Energy. Aha. Dann trinken wir noch eins. Kann man das überspringen? So. Ja, und jetzt? Es ist alles im Bau. Wie es zeigt, er. So, dann haben wir hier noch. Waschbecken benutzen. Dein Ernst. Oh my goodness. Oh Gott, Daryl. Ach du Scheiße. Ach du meine Fresse. Gute Arbeit, Sam. Vielen Dank. Bridget mag nicht mehr unter uns sein, aber ihr Vermächtnis könnte weiterleben. Sam, hör mir zu. Amerika, der Wiederaufbau. Ihr Traum ist nicht tot. Ich will das nicht hören. Das ist das Gesicht unserer neuen Hoffnung. Unseres neuen Amerikas. Meine Mutter mag tot sein, aber ich bin hier. Und du, Sam, du bist auch hier. Ihr habt euch zuletzt vor 10 Jahren gesehen, oder? Und in all der Zeit ist sie nicht um einen Tag gealtert. Er weiß wieso. Mein Körper ist noch am Strand. Ich werde einfach nicht älter. Aber du schon, Sam. Du siehst gut aus. Dann ist es dir also ernst, alles und jeden wieder zu verbinden.
Irgendwer muss Bridget nachfolgen, Sam. Vor allem muss jemand ihr Vermächtnis fortführen und unser Land wieder aufbauen. Samantha America Strand, unsere neue Präsidentin. Ein Neuanfang für unser Volk, für unsere Nation. Unter Amelies Führung werden wir die UCA gründen, die United Cities of America. So werden wir unser Land wieder aufbauen. Aber dazu benötigen wir deine Hilfe, Sam. Mann, damit bin ich durch. Mein Abschied von Bridget war mein Abschied von euch allen. Wir haben dich nie vergessen, Sam. Du bist weggelaufen. Du hast uns verlassen. Amelie startete eine Expedition. Nur die Besten aus Bridges 1 und ging nach Westen. Ich führte sie an Kratern und GD-Gebieten vorbei. Ich habe auf sie aufgepasst, während sie nach Überlebenden suchten. Nicht ein GD hat sie übersehen. Sie sah sie schon aus der Ferne. Wir überzeugten einen Ort nach dem anderen, dem UCA beizutreten, und ließen Leute von uns zu ihrer Unterstützung da. Wir brauchten 3 Jahre, aber wir schlugen uns bis nach Edgenot City durch. Bis zum Pazifik. Meine Güte. Ja, aber dann ging alles schief. Das Team wurde ausgelöscht und Amelie wurde entführt. Entführt? Ich bin nicht in einer Zelle oder sowas eingesperrt. Ich darf ihre Infrastruktur nutzen und mit euch sprechen, wann ich will. Nur die Stadt darf ich nicht verlassen. Das alles soll die Unabhängigkeit von Edgenor City sichern. Jedenfalls sagen das ihre Entführer. Sie wollen, dass die UCA sie in Ruhe lassen. Amelie ist ihre Versicherung für den Fall, dass wir das nicht tun. Wie heißen diese Arschlöcher nochmal? Homo Demons. Eine militante Separatistengruppe. Sie regiert Edgenor City. Ich habe von denen gehört. Ein Haufen Terroristen, den in Städten mordet und Krater hinterlässt. Genau. Die schrecken vor nichts zurück. Nicht mal vor Leere stürzen. Ihr glaubt, die stecken hinter dem Selbstmord, der Central Knot zerstört hat? Möglich wär's. Es gibt überall Extremisten wie die Demons, die heimlich etwas planen. Sie sind von Natur aus dezentralisiert. Keine Organisation hält sie zusammen. Nur die gemeinsame Ideologie. Ich weiß, dass nicht jeder unsere Zukunftsvision teilt. Wenn wir Amerikaner nicht wieder zusammenfinden, überlebt die Menschheit nicht. Menschen im ganzen Land habe ich die Botschaft meiner Mutter verkündet. Aber nicht jeder wollte sie hören. Nicht wenige wollten für sich bleiben, sich lieber alleine durchschlagen. Wie du, Sam. Sie glauben, Amerika ließe sich nur gewaltsam wieder aufbauen. Durch Menschen, die ihnen etwas vorschreiben, ihnen die Freiheit nehmen und ihnen Fesseln anlegen. Und was habt ihr mir angelegt? Ihr seid nicht besser als die Demons, bloß ein anderer Kult. Das sind keine Fesseln, Sam. Sie stehen für unsere Bindungen. Das ist es, was wir jetzt brauchen. Nicht getrennt, sondern zusammen. Chirale Knoten bilden, uns verbinden. Sam, wir möchten, dass du zu Ende bringst, was Amelie begonnen hat. Die Leute, die sie zurückgelassen hat, haben viele chirale Netzwerkterminals errichtet. Aber noch sind diese Terminals isoliert. Du musst sie ans Netz anschließen. Und dafür benötigst du einen Cupid. Er enthält alle Sicherheits- und Betriebsprotokolle, um ein Terminal ins chirale Netz zu bringen. Geh mit dem Cupid nach Westen, Sam, und verbinde unsere große Nation. Und wenn du Edgenor City erreichst, finde Amelie und bring sie nach Hause.
werde ich Präsidentin und führe Mutters Werk fort, um das Land zu retten. Das war Bridgets letzter Wunsch. Diesen Weg werden wir weitergehen. Bitte, Sam. Wir brauchen dich. Ich bin jetzt Sam Porter Bridges. Ich bin kein Strand. Verdammt, ich bin nicht mal Teil dieser Truppe. Dafür habt ihr gesorgt. Ich komme weder zu euch, noch zu irgendwem. Nie wieder. Warte! Siehst du, als wäre ich nicht hier. So wie es immer war. Sam! Sam! Warte mal! Stopp! Hör mir zu. Amerika braucht dich. Euch beide. Die Verkabelung der Welt hat Krieg und Leid kein Ende gesetzt. Ihr braucht euch nicht wundern, wenn der nächste Versuch wieder scheitert. Wir drehen uns im Kreis. Verbinden, neu verbinden. So einfach ist das nicht. Schon gut, Sam. Reg dich nicht auf. Ich verstehe. Du musst jetzt noch nicht zusagen. Ruh dich erst mal aus. Gute Idee. Wir alle brauchen Schlaf. Wer den zu lange aufschiebt, tritt ganz schnell in Verbindung mit der anderen Seite. Die nötigen Wartungsarbeiten sind fertig. Du wirst von den Anpassungen und der Feinjustierung profitieren. Du kannst es wieder benutzen. Anscheinend sind Dooms und BBs hier mal eine gute Kombination. Oder vielleicht mögt ihr beiden euch auch einfach irgendwie. Wie niedlich, Mann. Ohne Spaß. Gefällt mir hammerhart. Ohne Flachs. Das Baby ist jetzt schon nice. Ich mag ja nicht viele Babys, aber das Ding mag ich. Ohne Flachs. Und ich bin froh, wenn das Leben dadurch kommt. Durch das LP. Sam. Hör zu. Du bist Sam Strand. Nein, bin ich nicht. Nicht mehr. Ich heiße Sam Porter Bridges. Strand ist ein interessantes Wort. Im Englischen ist es der Strang eines Seils. Und stranden bedeutet, dass man an der Küste angespült wird. Und gestrandet ist man, wenn man nicht nach Hause kann. Ich bin gestrandet, Sam. Hier an der Küste des Pazifiks. Tausende Kilometer entfernt. Aber das Band zwischen uns hält. Du bist frei. Aber wir sind noch verbunden. Sag nicht, dass wir es nicht sind.
Guten Morgen, Sam. Sam, hier ist Die Hardman. Du hast tief und fest geschlafen, warst wohl kaputt. Private Räume bieten alle Annehmlichkeiten. Dusche, Toilette und so weiter. Hier kannst du dich ausruhen, deine Ausrüstung überprüfen, Informationen nachlesen. Sprich einfach unser Personal an, falls du Fragen hast. Aber wieso siehst du dich vorher nicht einfach ein bisschen um? Dann siehst du, wie es bei Bridges heute zugeht. An dem Terminal dort kannst du in der Bridges-Datenbank nach einer Vielzahl von Themen suchen. Du hast nicht auf alles Zugriff, aber du wirst trotzdem genügend Informatives finden. Mein Problem ist halt, dass ich ganz gerne die Vibrationssteuerung ausstellen würde, aber ich glaube, die braucht man, ne? Nach BB sehen. Definitiv. Sam, hier ist Deadman. Ich habe dein BB mit den physiologischen Daten kalibriert, die wir über dich gesammelt haben. Es ist trotzdem nur eine gute Schätzung. Wenn du draußen warst, können wir prüfen, ob ihr synchron seid und die BB-Sensitivität nach Bedarf anpassen. Okay. Alles okay. Alles okay. Ist geil. Also wenn ihr lauft, schüttelt er das Baby richtig durch. Das darfst du ja im normalen Fall definitiv nicht machen, sonst RIP, meine Freunde. Toilette im Stehen benutzen. Komm, wir sind unhygienisch. Sam, Hartman hier. Ich versuche die Geheimnisse der Strände, des gestrandeten Todes und auch jene von Dooms und der Wiederkehrer zu lösen. Wenn du dich erleichterst, wird eine gewisse Menge an chiraler Materie aus deinem Körper gespült. Chirale Materie kann die Hormonsekretion und die Nervenfunktion verschlechtern. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Belastung und der Entwicklung von Phobien sowie in Extremfällen gewalttätigen und suizidalen Impulsen. Okay. Chiralium-Kontamination gilt seither als ein Auslöser für den Ausbruch von Dooms. Lass mich für meine Forschung bitte eine Probe deiner Ausscheidung nehmen. Damit können wir nicht invasiv deine Chiralium-Belastung und deine Gesamtgesundheit überwachen. Aha. Dann nimm noch ein bisschen Code von mir. Scheiß mal eine Runde. Geiles Bild. Habt ihr es gesehen? So. Jetzt gucken wir noch unsere Ausrüstung an. Diese
dieses Fach entfernt alle Chiralium-Rückstände an deinem Anzug. Apropos Anzüge, das Lieferpersonal trägt blaue, das medizinische Personal rote, die Leichenentsorgung orangefarbene und das Sicherheitspersonal schwarze. Farbschema ändern. Das ist jetzt alles, was ich ändern kann. Hallo, wir kennen uns doch. Ich leite den Bereich für Lieferungen sowie Instandhaltung und Reparaturen. Schön, dass du an Bord bist. Habe ich mich schon vorgestellt? Ich bin Mama. Das da sind Packseile. Die dienen übrigens nicht dem Verpacken, sondern auch der Identifikation. Sieh sie dir genauer an, dann verstehst du es. Siehst du das Rot dort? Das ist Blut. Okay. Aber machen kann ich nichts. Schade. So, jetzt gucken wir noch kurz wegen den Waffen. Wunderbar. Ja gut, dann können wir eigentlich gehen. Ja, Bruder. Und? Hast du schon darüber nachgedacht? Bis oben hin voll mit Chiralium, aber ungefährlich für euch Doomsjungs. Das ist alles, was man braucht, um die Welt wieder zu verbinden. Um uns wieder zu vereinen. Ich bin ein Bote. Verbinden ist nicht meine Aufgabe. Oder Knoten machen. Aber ich tue, was zu tun ist, um Amelie zu helfen. Zu, Sam. Die Terminals, die Amelies Leute in den Orten aufgestellt haben, die sie auf dem Weg nach Westen passiert haben, nennt man Knoten. Die Infrastruktur ist vorhanden, aber das chirale Netzwerk ist offline. Im Moment kann es nur Sprachmitteilungen übermitteln. Teils über Leitungen, teils drahtlos. Und nur kleine Datenmengen. Deshalb benötigen unsere Chiralogramme lokal gespeicherte Daten. Amelie und die anderen Bridges-Mitglieder, die du gesehen hast, sind alle mit lokalen Daten erzeugte Hologramme, falls du das nicht weißt. Du musst nur den Knoten finden, deinen Cupid verbinden und die chirale Kommunikation online bringen. Sobald du ihn mit dem Terminal verbindest, kannst du eine große, zeitlose Datenübertragung mit dem UCA-Netzwerk einleiten. Und so verbindest du uns nicht nur untereinander, sondern auch mit unserer Vergangenheit. All die verlorenen und fragmentierten Daten werden gesammelt und wiederhergestellt, so als ob man einem Dinosaurierfossil neues Leben einhaut. Milliarden Jahre Erdgeschichte, all die Weisheit und das Wissen, das uns seit dem gestrandeten Tod verloren ging, erlangen wir zurück. Und so, mein Freund, werden wir ihn besiegen. Sobald du die chirale Kommunikation hergestellt hast, können auch Hologramme erzeugt werden.
Außerdem kannst du dann chirale Drucker nutzen. Schon bald werden wir dazu in der Lage sein, alle möglichen Dinge zu senden. Außer ursprünglichen Ding. Oder Ding mit einer Seele. Nichts Echtes. Nur Kopien. Stimmt. Deshalb werden wir weiterhin Boten wie dich brauchen. Vor und nach der Wiedervereinigung benötigen wir Mittelsmänner. Keine Ruhe für die Gottlosen. Tja, Müßiggang ist kaum einem vergönnt. Die Einzelheiten kriegst du am Versandterminal. Du findest es im Obergeschoss. Da wartet auch die Frau. Diese Stiefel haben einige Kilometer hinter sich. Soll ich sie entsorgen? Halt. Warte mal. Du musst etwas für mich untersuchen. Mein Blut scheint diese Dinge abzustoßen. Das ist mehrmals passiert. Abzustoßen? Wie meinst du das? Keine Ahnung. Du hast mir doch Blut abgenommen. Sag du es mir. Okay. Ich schau mal, was ich tun kann. Das werden wir im nächsten Part tun. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mir auf jeden Fall. War ziemlich cool, die Folge heute. Wir haben die Präsidentin eingeäschert. Wir sind diesen Viechern entkommen und haben jetzt noch ein Baby erhalten. Und wir haben eine bessere Ausrüstung. Und ja, das Blut hat irgendwie was an denen fabriziert, weil sie haben Schaden genommen. Weil der eine ist auf sein Blut getreten und er ist auch gedampft. Also irgendwie tut es denen weh. Mal schauen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Part, wenn es dann wieder heißt Death Stranding. Tschüss.